Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner im Gespräch mit der Deutschen Apothekerzeitung hier in Berlin. Bei mir mein Kollege, der Z-Online-Chefredakteur Benjamin Rohrer, der maßgeblich für die Berichterstattung aus der Hauptstadt verantwortlich ist. Mein Name ist Armin Ederlat. Und Herr Lindner, wir freuen uns so auf die nächste Dreiviertelstunde mit Ihnen im Gespräch. Es soll um das vielleicht besondere Verhältnis der Apotheker zur FDP gehen. Der amtierende ABDA-Präsident Friedemann Schmidt, der bis vor kurzem auch Mitglied Ihrer Partei war, hat es vor einem Jahr als weitgehend zerstört bezeichnet, das Verhältnis. Aber unabhängig von dieser persönlichen Komponente wollen wir auch ganz konkret uns über die Vorstellungen der FDP im Arzneimittel- und Apothekenmarkt unterhalten. Auch da kam ja sehr viel Input in den letzten 3,5, 4 Jahren. Da gibt es wahrscheinlich viel Gesprächs- und Diskussionsbedarf. Und ich freue mich, dass wir mit Ihnen hier die Zeit verbringen können. Ich freue mich auch sehr. Und ich habe dieses Gespräch ja angeregt im Januar. Gelegentlich verfolge ich Ihre Berichterstattung, wenn Google News kommt. Und ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die man tatsächlich gerade rücken muss. Und ich war auch neugierig auf Sie, weil ich lese viele Texte, wo es auch persönliche Herabwürdigungen in Kommentaren gibt. In den Kommentaren, aber nicht... Und da war ich einfach neugierig, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt und nicht nur in die Tasten haut, wie dann so der Umgang ist. Super. Okay. Ja. Ja. Ja, auch von mir nochmal tausend Dank, dass Sie da sind, sich die Zeit nehmen. Als Eingangsfrage würde mich interessieren, gehen Sie denn in die Apotheke selbst oder sind Sie überzeugter Versandkunden und sagen, brauche ich gar nicht? Ich gehe in die Apotheke. Ja? Okay. Sicher, das ist auch ein Missverständnis, denn wir haben nichts gegen Freiberufler, ganz im Gegenteil. Wir schätzen die inhabergeführte Apotheke aus einer Vielzahl von Gründen, inklusive auch des Respekts vor der beruflichen Selbstständigkeit, aber wir sehen eben auch die Weiterentwicklung von Märkten und Technologien. Und für uns ist die Wahlfreiheit der Patientinnen und Patienten heilig. Und wir brauchen nur gute Rahmenbedingungen dafür, dass es zu einer Interessenabwägung kommt, die allen Beteiligten nutzt. Aber wenn ich da gleich mal einhaken darf, ist nicht die Sicherheit der Patienten wichtiger als die Wahlfreiheit? Also muss nicht der Staat gewährleisten, dass die Gesundheitsversorgung sicher ist? Absolut. Der Staat muss dafür sorgen, dass es eine sichere Gesundheitsversorgung gibt. Und da leisten die Apotheken einen wichtigen Beitrag. Nur wir sehen die Apothekerinnen und den Apotheker nicht zuerst als einen Händler, sondern wir sehen den Apothekenberuf als einen Heilberuf. Wir auch. Ja, aber, wenn wir darüber sprechen, stellen sich doch ganz andere Fragen. Dann stellt sich die Frage, wie ist eigentlich die Vergütung bei der Beratung? Wie wird vergütet die Vorhaltezeit während der Nacht oder die Versorgung auf dem Land? Das sind doch dann entscheidende Fragen. Richtig. Da müssen wir über neue Fragen nachdenken, wie ist die Beratung auch über audiovisuelle Medien beispielsweise möglich? Das wären Zukunftsthemen. Und deshalb wundere ich mich gelegentlich, dass an dieser Handelsfrage, nenne ich sie mal, festgehalten wird. Es macht 1% des Umsatzes aus und trotzdem hat das eine so große Symbolbedeutung bekommen. Ja. Wollen wir es ein bisschen aufdröseln? Sie haben das Stichwort genannt, die FDP steht für die freien Berufe. Es gibt vom Juni 2017 einen Beschluss Ihres Präsidiums, wo Sie wirklich sich für die freien Berufe aussprechen. Es ist schon fast ein Plädoyer, es sind ungefähr 3 Seiten, die man sich auch online durchlesen kann. Freie Berufe stehen für hohe Standards beim Verbraucherschutz, freie Berufe stehen für Fortschritt und Tradition. Auf der anderen Seite gab es dann einige Wochen später, 2017, das Bundestagswahlprogramm, wo Sie gesagt haben, Marktzugangshemmnisse sollte es in dem Apothekenbereich nicht geben, Fremdbesitzverbot kippen. Wie passt das zusammen? Gar nicht, und solange ich Vorsitzender bin, wird es keine Initiative geben im Bereich Fremdbesitzverbot. Abgeordnete sind an Weisungen nicht gebunden und im nächsten Bundestagswahlprogramm wird im Übrigen diese Passage auch nicht stehen. Ja, ich darf da auch ganz kurz nochmal an die alten Wahlprogramme erinnern, also 2013 zum Beispiel. Sehr interessante Passage, die deutsche Wirtschaft, insbesondere der starke Mittelstand, hat uns schneller aus der Krise geführt als beinahe alle anderen Staaten der Welt. Das Engagement von Familienunternehmern, Selbstständigen und Freiberuflern hat Millionen Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen. Wir werden daher an der Freiberuflichkeit der Heilberufe festhalten. Richtig. Und der Parteitagsbeschluss zur Bundestagswahl 2017 steht dem ja konträr entgegen. Jetzt müssen wir zunächst mal eines spannenderweise festhalten. Ja. Der Beschluss 2013, ja,
Der hat nicht dazu beigetragen, dass die FDP in den Bundestag zurückgekehrt wäre. Das war auch, ist ja auch so witzig. Haben Sie es jetzt andersrum versucht? Nein, das ist immer so witzig bei Ihren Kommentaren. Also Sie sagen immer, ach, die FDP will keine Klientelpartei mehr sein. Aber als eine Partei, die den Klientelstempel hatte, haben uns selbst die Apothekerinnen und Apotheker 2013 nicht gewählt. Mhm. Und ich habe die FDP übernommen und wir haben ein anderes Credo. Wir sind eine liberale Partei. Und zur Liberalität gehört der Glaube an den einzelnen Menschen, das Streben, auch Selbstständigkeit zu ermöglichen, Respekt vor Privateigentum, eben auch dann Förderung der freien Berufe. Nur, das muss man doch in einem umfassenden Zusammenhang sehen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Ich habe im Zuge jetzt dieses Wahlprogramms 2017 natürlich viele Gespräche mit Apothekerinnen und Apothekern geführt. Und da kam, übrigens muss ich auch noch sagen, ich habe viele schwierige Gesetze auch in Regierungsverantwortung in Nordrhein-Westfalen durch den Landtag gebracht, auch mit harten Diskussionen. Aber das, was man von Apothekerseite mitunter erlebt und auch die Berichterstattung von Ihnen als Fachmedium, das ist beispiellos. Okay. Also was ist da an Härte, Aggressivität, persönlicher Herabwürdigung, Ihre Charakterstudien gibt? Also, aber Charakterstudien, das müssen wir ein bisschen aufdröseln. Also ich weiß nicht, wo wir Herr Lindner die letzten 4 Jahre so extrem... Ich weiß nicht, ob Sie... Ja, im Januar zum Beispiel sagten, das war der eine Kommentar. Man müsste auf einen nächsten Parteivorsitzenden warten, weil dieser so provinziell sei. Ist es denn staatsmännisch zu sagen, man will eine gewisse Profession aus Ihrer Wähler- oder Mitgliedschaft ausschließen? Das tun wir ja gar nicht. Sie haben es ja deutlich gesagt. Nein, wir sagen nur eins. Wir sind keine Klientelpartei. Bedeutet, wir setzen uns nicht für die Interessen einer einzelnen Berufsgruppe gegen andere ein, sondern wir sagen, wir wollen einen fairen Interessenausgleich haben. Und das muss eigentlich auch das Interesse beispielsweise von Apothekern sein. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass das provinziell ist, sondern im Gegenteil, ich glaube, das ist eine Aufweitung. Denn nebenbei gesagt ist ja der Apotheker auch ein Staatsbürger. Mhm. Und man unterstützt die Freiberuflichkeit des Apothekers auch dadurch, dass man sagt, der Solidaritätszuschlag muss für alle entfallen. Und das ist jetzt die interessante Diskussion, die ich geführt habe mit jenem Apotheker, von dem ich berichten wollte, der mir dann allen Ernstes erzählte, er wähle jetzt die Linkspartei, weil die gegen Fremdbesitzverbot, sind wir auch, und gegen den Versandhandel sei. Deshalb wähle er jetzt die Linkspartei. Und dann habe ich entgegnet, aber Moment mal, die Linkspartei will Ihnen die Steuern erhöhen. Wir wollen den Soli entfallen lassen, und zwar nicht nur für die Beschäftigten in der Apotheke, sondern auch für den Inhaber, beziehungsweise wenn es eine GmbH ist, für die Apotheke oder das Unternehmen insgesamt, also Körperschaftssteuer. Dann, Sie haben doch vielleicht zur privaten Altersversorgung eine Mietwohnung. SPD, Grüne und Linkspartei, die wollen zwar, sind zwar gegen den Versandhandel, aber die wollen gleichzeitig den Mietendeckel und enteignen sie damit. Ach so, sagt er. Und zuletzt, wir sind für eine kontrollierte Migrationspolitik. Wir wollen nicht, wie jetzt aktuell die Grünen, einfach wieder die Grenzen öffnen und die Flüchtlingsunterkünfte in Betrieb nehmen. Das wollen Grüne und Linke. Und das wollen sie wählen, nur wegen der 1% Umsatzversandhandel. Und da kam dieser geschätzte Apotheker ins Nachdenken. Der wird aber nicht repräsentativ sein. Also die Apotheker werden nicht von jetzt auf vielleicht die Linkspartei wählen, weil sie vielleicht eine Arzneimittelpolitik macht, die nachvollziehbar und unterstützenswert ist. Gerade aus diesen Gründen, weil es vielleicht ideologische und auch programmatische Differenzen gibt. Also der das mag sein. Ist, ja. Ich will nur auf folgenden Punkt hinaus. Ja. Also seit eben einigen Jahren wird bei Ihnen geschrieben, kein Apotheker kann die FDP wählen. Also kriege ich gleich die Aufrufe, die FDP nicht zu wählen. Mit dieser Programmatik nicht. Gucken Sie sich Hamburg an. Aber schauen Sie sich da, ich will ja nur sagen, die Programmatik bezieht sich aber doch nicht nur auf den Versandhandel. Ich möchte, und wenn, wenn Sie schon sagen, ist die FDP eine Partei für Apotheker, dann erwarte ich mir von seriöser Berichterstattung, dass es in der Breite dargestellt wird. Dann gehört dazu, wie ist das beim Soli, also wie ist die Steuerbelastung? Gehört die Frage eben dazu, Migration, Bildung, Ausbildung. Sie haben in Ihrem Wahlprogramm einen großen Teil zu Gründern, der natürlich auch gerade für junge Apotheker, die neu in den Markt starten wollen, vielleicht interessant ist. Das stimmt, muss man sagen. Aber leider geht es nicht nur um dieses Thema Klientelpartei. Ich will Sie noch mit einem anderen Satz zitieren. Ende 2016 haben Sie in einem Interview gesagt, dass die Apotheker nicht mehr unter Naturschutz stehen dürfen. Da würde ich Sie erstens gerne fragen, wie ist das gemeint, Naturschutz? Die Apotheker versorgen, wie Sie eben schon richtig festgestellt haben, zu 99% die Bevölkerung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. 1% im verschreibungspflichtigen Bereich hat der Versandhandel. Ist es nicht eine staatliche, ich will nicht sagen Aufgabe, aber sollte der Staat nicht aufpassen, dass diese Versorgung auch gewährleistet bleibt? Natürlich, klar. Und die Formulierung mit dem Naturschutz
war unelegant und missverständlich, die würde ich so heute nicht mehr wählen. Gemeint ist was anderes. Eine Politik, die Innovationen wie Versandhandel verhindert, nur um Besitzstände zu wahren, um Bestandsschutz zu sichern. Aber ist denn jede Innovation eine Versorgungsverbesserung? Wieso ist der Versandhandel eine Innovation und deswegen gleichzeitig gut? Ja, aber umgekehrt gilt doch Ihr Argument auch. Wir haben doch viele Bereiche, ländlicher Raum, dünn besiedelt, zunehmend dünner besiedelt. Ja. Und da ist doch die Frage, ob nicht eine Versandlogistik, audiovisuelle Beratung, ob das nicht an der Stelle die Versorgungsqualität sogar verbessert. Wenn Sie bestimmte RX-Präparate brauchen, die gar nicht vorrätig sind, dann wird ja Bürokratie ausgelöst und sind Wartezeiten, dann muss sowieso Logistik ausgelöst werden, dann kann man es auch direkt vor die Haustür liefern. Also insofern stellen Sie es so gegeneinander. Wieso ist der Reflex dann gleich da, sozusagen unterversorgte Gebiete auf dem Land, da geht nur Versand. Warum kann man diese Probleme nicht gemeinsam mit den Apothekern lösen? Bin ich total durch bei Ihnen. Durch Botendienste, durch Telepharmazie. Ja, so, da sind wir doch total beieinander. Wenn man sozusagen unser Konzept für den Apothekenmarkt der Zukunft ansieht, sieht das doch wie folgt aus. Es gibt die stationäre Apotheke. Mhm. Dort wird die Leistung insbesondere aus dem heilberuflichen Bereich besser vergütet. Nachtdienste, das ist die Frage der Versorgung vor Ort. Ja. Also der Charakter Heilberuf wird gestärkt, auch durch ein anderes Vergütungssystem. Ja. Jetzt kommen wir in den Bereich Handelsumsätze. Und da geht unser Vorschlag in die Richtung zu sagen, öffnen wir doch ein Stück den Markt, entbürokratisieren wir zum Beispiel Drogerieprodukte. Mhm. Da kann man auch Umsatzbeiträge erzielen. Jetzt sage ich etwas, was auf den ersten Blick amüsant wirkt, aber ist ernst gemeint. Wir sind ja für die Liberalisierung der Abgabe von Cannabis in der Apotheke. Auch Kriminologen plädieren dafür, um einen gewissen Schwarzmarkt, kriminellen Markt auszutrocknen. Das wäre ein zusätzlicher Umsatzbringer für den Apothekenmarkt. Haben Sie mal mit Konsumenten darüber gesprochen, ob die sich das so wünschen würden? Also wenn Sie mal in den USA waren zum Beispiel, gucken, wie dort der Markt ist. Meinen Sie, man geht in eine Apotheke dafür oder will man nicht dann doch lieber solche Cannabis-Shops haben, wie wir es in Europa teilweise haben und in den USA? Für uns ist die Frage, kontrollierte Abgabe in der Apotheke oder krimineller Schwarzmarkt? Oh. Und was dazwischen möchte ich nicht, weil bei der Abgabe von Cannabis muss es eine Belehrung über die gesundheitlichen Risiken geben. Mhm. Wir wollen ja nicht legalisieren im Sinne eines Recht auf Rausch, sondern wir wollen es aus kriminalpräventiven Intentionen machen. Das ist der Unterschied etwa zur Linkspartei an dem Punkt. Die wollen überall Coffeeshops, wir sagen in der Apotheke. Ist auch ein spannendes Thema eben für diesen Markt. So, und dann kommen wir zu dem Punkt Versand. Da könnte übrigens der Handlungsdruck in der nächsten Zeit größer werden, wenn das elektronische Rezept kommt in diesem Jahr. Allerdings. Deshalb brauchen wir eine Regelung und unsere Regelung ist, wir wollen den Versand auch von RX, aber der aggressive Preiswettbewerb durch Boni aus dem Ausland muss unterbunden werden. Europarechtlich oder indem wir im Inland rechtliche Möglichkeiten nutzen. Wir müssen dann darauf setzen, dass beispielsweise Botenlogistik auch von stationären Apotheken möglicherweise im Verbund angeboten werden. Okay. Insbesondere für chronisch Kranke ist das interessant. Sie wissen, dass die immer das Gleiche haben. Für Botendienste keinen Cent bekommen. Die machen das alles für ihre 8,35 Euro, die sie für eine Packung bekommen. Ja, und genau über solche Fragen muss und kann man da sprechen. Aber nur mit Schlagworten wie kein Versand, da werden wir das Problem nicht lösen. Aber es muss doch konkrete Vorstellungen und Regeln geben. Die müssen auch von Ihnen kommen. Wenn Sie sagen, Sie sehen so eine Apothekenlandschaft, Sie sehen das Problem des EuGH-Urteils von 2016, was ist dann der Lösungsvorschlag aus der FDP? Jens Spahn probiert das momentan über seine Sozialrechtsregelung. Er hat die Privatversicherten nicht abgedeckt. Das zeigen die Urteile am Bundesgerichtshof von vor 3 Wochen. Ja. Die Sozialrechtsregelung ist schwierig bis vielleicht unmöglich. Die EU-Kommission steht Herrn Spahn auf den Füßen. Also wir glauben nicht, dass das durchkommt. Und der Generalanwalt damals am EuGH hat das RX-Versandverbot empfohlen den Mitgliedstaaten. Er hat gesagt, dann ist das die Maßnahme, um diesem Preiswettbewerb zu entgehen. Wie ist Ihre Lösung, diese Preisschlacht, von wir der Sie ja geredet seit 4 Jahren haben? Auf eine Lösung. Ja. Ich halte das für eine Aufgabe der Regierung im Europäischen Rat und auf der europäischen Ebene. Initiativen zu ergreifen, jedenfalls Augen zumachen und glauben, dass das Thema von alleine weggeht, das wird im Binnenmarkt nicht funktionieren. Deshalb muss man das Thema offensiv spielen und an den Stellschrauben, die ich gerade genannt habe, drehen. Also angefangen von der Steuerlast auch für den Inhaber und nicht nur für die Beschäftigten, also Stichwort Soli abschaffen,
bis hin zu der Frage zusätzliche Umsatzbringer, andere Vergütung des Heilberufs Apotheke. Und ich glaube, das ist ein fairer Deal und im Vergleich mit allen anderen Parteien können wir uns da mit unserem Angebot auch für Apothekerinnen und Apotheker durchaus sehen lassen. Teil dieses Zukunftsmodells der FDP für die Apotheke vor Ort, was Sie eben angesprochen haben, ist auch eine Preisderegulierung. Ich glaube, Ihre Fraktion hat vor ungefähr anderthalb Jahren ein Positionspapier, wenn nicht sogar einen Gesetzesantrag, ins Parlament eingebracht, wo von Höchstpreisen die Rede ist. Also von sozusagen, dass die Fixpreise sozusagen teilweise liberalisiert werden. Was erhoffen Sie sich davon? Na, das ist ja ein Beitrag zu einem geordneten Markt, wo aus dem Ausland Produkte angeboten werden mit Rabatt. Also wer aber einer ausländischen Versandapotheke bestellt, wie Sie wissen, erhält einen Rabatt, den heute unsere stationäre Apotheke oder der inländische Versender nicht gewähren kann. Und das ist doch ein unfairer Wettbewerb. Ja, Sie haben völlig recht. Aber wenn Sie haben ja eben gesagt, dass Sie die Preisschlacht nicht wollen, dann können Sie ja nicht sozusagen die Preise freigeben, zumindest für 1 oder 2 Euro. Also ich finde es absolut unsozial, wenn eine ältere Dame sich erst im Internet belesen muss, oder ein älterer Herr, wo er sein Arzneimittel am günstigsten beziehen kann. Also meine Oma zum Beispiel, die ist gar nicht internetaffin. Und wenn ich der jetzt erst sagen muss, guck mal nochmal ins Internet, ob die Apotheke günstiger ist oder die. Ja. Das ist kein... Also für werden die Medikamente für Ihre Oma nicht auch von der Krankenkasse übernommen? Wie natürlich, von der GKV werden die übernommen. Mhm. Ja, aber es gibt, wenn es dann Apotheken gibt, die sagen, pass auf. Die GKV kann ja ihren Versicherten quasi die Auflage geben, sucht euch den billigsten Anbieter raus oder wir haben Selektivverträge. Ja. Das ist mir jetzt zu spekulativ in einem Modell gedacht, das es noch gar nicht gibt. Aber nochmal ganz kurz, die Diskrepanz in dem Positionspapier zu den freien Berufen. Sagen Sie, eine Honorarordnung zum Beispiel für Architekten, Ingenieure muss es geben. Mhm. Die muss feststehen, gerade bei staatlichen Aufträgen, also gerade immer dann, wenn das öffentliche Interesse eine Rolle spielt. Ja. Sie wissen, dass quasi von der EU diese ganz eindeutige Tendenz kommt, alle Regularien für Berufe zu kippen, gerade die freien Berufe, die verkammerten Berufe. Das heißt, Sie wollen sich dagegen stellen, das ist ja durchaus lobenswert. Das ist ja auch durchaus ein nationalliberaler Kurs, den man nachvollziehen kann, wo Sie wahrscheinlich auch erinnern. Er ist nicht nationalliberal. Aber er hat den Nationalstaat schon im Fokus, dass Sie sagen, Deutschland muss sich auch gegen diese Tendenzen in der EU stemmen. Mein Wort dafür wäre Subsidiarität. Wir haben ein bewährtes System von freien Berufen, übrigens auch dem Handwerk. Mhm. Und nicht jede Vergemeinschaftung und Liberalisierung dient dem Zweck, für die Verbraucherinnen und Verbraucher oder für die Patienten gute Ergebnisse zu erzielen. Und dann die Arzneimittelpreisverordnung, also die RX-Festpreise, sind quasi die Honorarordnung der Apotheker, also das nach wie vor. Das sehen wir anders. Mhm. Wir wollen eben den Charakter Heilberuf stärken und alles, was Beratungsleistung ist, anders und besser honorieren. Und deshalb ist ein Wettbewerb etwa bei den Distributionsmethoden für uns vorstellbar. Aber Herr Lindner, gerade in dieser Zeit, in Zeiten des Coronavirus, ist es ja so, dass die Apotheken mit der Arzneimittelabgabe und mit der Besprechung von Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln so beschäftigt sind, dass man sich gar nicht zurückziehen kann für eine halbe Stunde und dem Patienten beispielsweise ein ausgedehntes Medikationsmanagement anbieten kann. Dadurch, dass es auch immer weniger Apotheken in Deutschland gibt, wird die Arbeit in den Apotheken, die noch bleiben, natürlich mehr. Das heißt also, viele kleine Apotheken sagen, sie können diese riesige Beratungslast, für die sie ja in Zukunft dann Hauptsache ihres Honorars oder einen Großteil ihres Honorars beziehen sollen, können sie gar nicht leisten. Ja, wir wollen ja auch nicht die Vergütung für die Abgabe von Medikamenten kappen. Wir wollen nur im Mix der Vergütung insgesamt den Charakter Heilberuf stärken. Okay. Und wie ich gerade sage, andere nicht beratungsintensive Umsatzträger spielen gegenwärtig eine untergeordnete Rolle in der Apotheke. Mhm. Auch da ist eine Zukunftsperspektive. Aber es sollen feste Honorare sein. Ne? Die werden ausgehandelt zwischen GKV-Spitzenverband, Apothekerschaft. Und das sind feste Honorare, die nicht rabattierfähig sind. Und, da sage ich jetzt Nachlieferung, weil das ist eine Frage, die müssen Sie beispielsweise mit unserem Professor Ullmann und unserem Gesundheitsausschussmitgliedern diskutieren. Also auf einer strategischen Ebene kann ich mit Ihnen das Thema bearbeiten, weil ich bei Ihnen auch so oft Gegenstand der Berichterstattung bin. Wenn es fachpolitisch, so fachpolitisch wird, dann muss ich Sie wirklich... Also Sie haben ja auch viele Ideen, sehr konkrete. Deswegen, Aber nur, dass Sie die Gefahr auch erkennen letztendlich, wenn ich ein reines Dienstleistungs- und Beratungshonorar habe, habe ich im europäischen Umfeld natürlich auch wieder ein Einfallstor für solche Rabattschlachten. Dass ich sage, wer ist der billigste Anbieter in Deutschland, im europäischen Ausland und der kriegt den Zuschlag zum Beispiel für die Versorgung oder für die Beratung der Versicherten. Das heißt, wollen wir ja gerade verändern. Wir wollen ja ein
faires Level Playing Field haben mit europäischen Anbietern. Deshalb ja der Punkt Boni für uns ein Problem, wenn man einen Versandhandel einführt. Das haben wir erkannt als Risiko. Herr Lindner, nur nochmal, also auf meiner Liste steht jetzt hier nochmal das Thema Fremdbesitz. Ja. Das haben Sie schon angedeutet. Vergessen Sie es einfach. Seit Jahren reiten Sie darauf rum, obwohl wir seit Jahren sagen, dass es steht in Ihrem Wahlprogramm. Damit sind Sie im Parlament. Vielleicht können Sie nochmal aufklären und sagen, wo es herkommt. Aus dem Parteitag, ich weiß nicht, ob man sich darüber im Klaren ist, wie ein Parteitag abläuft und wie Textarbeit gemacht wird. Auf so einem Parteitag. Also ich bin kein Parteimitglied. Ich finde, als Journalist sollte man nicht Parteimitglied sein. Es gibt, das ist eine gute Einstellung. Ja, danke. Die ist nicht überall verbreitet. Aber, es gibt Journalisten, die Parteimitglieder sind. Ja, okay. Bei manchen merkt man sogar der Berichterstattung an. Aber wie gesagt, das will ich jetzt nicht vertiefen. Anderes Thema. Wie kam das? Ein Parteitag entscheidet und mitunter werden da Entscheidungen getroffen. Mit einer spontanen Mehrheit nach kurzer Beratung, wo gar nicht reflektiert wird, was das bedeutet. Ja. Das war ein Antrag aus der Mitte des Parteitags, weiß gar nicht von wem, es war nicht der Vorschlag etwa der Parteiführung, sondern aus der Mitte. Und der wurde spontan in einem größeren Textblock angenommen. Und das dann spielt keine Rolle. Okay, gut. Werde ich jetzt Ärger bekommen von denjenigen in der Partei, die sagen, wir müssen aber sehr genau auf demokratische Beschlüsse achten. Sie wissen, dass es auch Parteiobmann gibt, darüber haben wir auch berichtet. Ja, ich weiß das, bin ja der Vorsitzende der Partei und der achtet auf die Beschlüsse. Genau, und der hat vertritt ganz klar den Parteitag. Dem muss ich aber sagen, unsere Fraktion ist nicht an Weisungen gebunden. Okay. Und diesen Punkt werden wir nicht in die parlamentarische Beratung einbringen. Und bei einem nächsten Bundestagswahlprogramm wird diese Passage sicherlich nicht enthalten sein. Und wenn, dann nach einer intensiven Debatte, von der ich glaube, dass am Ende steht, dass dieser Begriff nicht auftaucht. Gut, dann ist für mich das Thema auch begraben. Also wäre gut, wenn es in der Berichterstattung auch jetzt dann irgendwann weg wäre. Das wird nicht geschnitten. Aber weil es bei Ihnen ja regelmäßig auftaucht, obwohl Frau Strack-Zimmermann als damalige Gesundheitsexpertin hat auch schon vor gesagt der Bundestagswahl bereits gesagt hat, dass ich habe mit Frau Strack-Zimmermann danach auch drüber gesprochen und sie sagte, das Fremdbesitzverbot ist in der Tat, sollte nicht angetastet werden. Allerdings hatte sie in Frage gestellt, ob das Mehrbesitzverbot gelockert werden soll. Also ob Apotheken sozusagen auf dem Land noch erlaubt werden sollen, eine fünfte oder eine sechste Apotheke zu haben. Ja, im Moment dürfen. Wie sehen Sie das? Irgendwann ist halt, wenn man das Mehrbesitzverbot so weit lockert, 5, 6, 7, in Dänemark wurde es gerade auf 7 gelockert übrigens, dann hat man Miniketten, ist klar, ja, dann gibt es wirklich nur noch Apotheker, die sich sowas leisten können. Und die Hoffnung, die man damit hat, dass die Landversorgung sich verbessert, wird in anderen Ländern gezeigt, erfüllt sich nicht. In Dänemark, also wo wäre bei Ihnen die Grenze? Wollte ich nur gerade nochmal ausführen. In Dänemark wurde gerade von 4 auf 7 erhöht. Mhm. Sehr interessantes Fallbeispiel. Die Apothekenzahl hat sich innerhalb eines Jahres um 380 erhöht. Wo sind die Apotheken überall gebildet worden? Nur in Städten. Die Hoffnung war, dass man mit dieser Regelung den unversorgten Norden und die Küstenregionen und so, dass man die versorgt, ist nicht passiert. Also wo wäre bei Ihnen die Grenze? Die Grenze ist ja bei 1 plus 3. Ist sehr willkürlich, weil muss man sagen. Ab 4 redet man von Ketten, ja, also quasi im Filialbereich, auch von Discountern und wie auch immer. Es geht quasi alles ab 4, was größer ist, ist Ketten und 1 und 3 ist quasi noch ein Verbund, ist ein Unternehmensverbund. Wo wäre denn bei Ihnen die Grenze? Ich frage ja Sie mal. Ja. Ich hole mir mal Rat von Ihnen. Also aus meiner Sicht die Zahl willkürlich gesetzt. Ja, wobei die Definition tatsächlich aus diesem Bereich kommt, aus dem Einzelhandel, dass man sagt, 4 ist maximal das, was man als Filialverbund, alles darüber ist eine Kette tatsächlich. Kann man deuten, kann aber auch sein, dass es Willkür war von Ulla Schmidt damals, wer weiß. Auf mich jetzt Willkür, hat Ihre Partei. Also von mir aus, das Thema hat sich erledigt. Das sind jetzt genug wichtige FDP-Politiker, die gesagt haben, das Thema ist tot. Anderes Thema. Herr Schmidt. Wie, Herr Schmidt? Nee, ich dachte, dass Sie auf den zu sprechen kommen. Nö, wollen Sie was zu ihm sagen? Nein, oder? Sie hatten das angesprochen. Ja, es war nur so ein Anhaltspunkt letztendlich, dass er auch gar nicht die Apothekenpolitik an sich zum Anlass wohl genommen hat, sondern tatsächlich die Vorgänge der letzten Wochen und Thüringen, sich von der FDP entfernt hat. Aber das ist jetzt eine persönliche Entscheidung. Bedauern Sie, dass er nicht mal Parteimitglied ist? Ich bedauere jeden Austritt aus der FDP und in dem Fall bedauere ich es auch. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht ganz. Hinsichtlich der gesundheitspolitischen Komponente habe ich ja gerade schon ausgeführt, dass ich glaube, dass wir trotz aller Kritik für Apotheker immer noch die beste Wahl sind. Also glaube ich wirklich, wenn man nüchtern gesamtpolitisch alles betrachtet, glaube ich, sind wir für alle freien Berufe die beste Wahl. Insofern, da sehe ich ein gewisses gesundheitspolitisches Missverständnis. Und ich
den Vorsitzender einer Partei, die drei Regionen in Deutschland stellt, und wir kämpfen dafür, dass wir in der nächsten Bundesregierung vertreten sind. Dass da eine wichtige Persönlichkeit eines Berufsverbandes sagt, das Verhältnis zu einer Partei, die in Regierungsverantwortung strebt, sei irreparabel beschädigt, also hat mich erstaunt. Das ist eine sehr endgültige Aussage, muss man sagen. Finde ich auch, ja. hat mich erstaunt, weil also unsere Tür steht offen, jederzeit. Wir haben es auch so wahrgenommen. Wir für sind, die Parteimitgliedschaft, ja, auch für ein Gespräch, aber wenn der Spitzenrepräsentant einer Berufsgruppe sagt, irreparabel beschädigt und austritt, wie gesagt, ich schaue nicht zurück, die Tür steht offen für jedes Gespräch, ob Parteimitglied oder nicht. Ja. Ich kann nur eins sagen, er hat die Ereignisse in Thüringen zum Anlass genommen, auszutreten. Ja. Am gestrigen Tag hat jemand anders, nämlich Harald Christ, unseren Umgang mit Thüringen zum Anlass genommen, einzutreten. Der Herr Christ ist einer der führenden Köpfe der deutschen Wirtschaft, ein Vordenker, war der Beauftragte, der Mittelstandsbeauftragte des SPD-Vorstands, war Schattenwirtschaftsminister des Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier, erfolgreicher Unternehmer. Der sagt, als Sozialdemokrat nach 31 Jahren, der Linksrutsch meiner alten Partei erlaubt mir nicht, da zu bleiben. Ich suche eine neue Kraft, die auch wirtschaftlichen Sachverstand hat, sozialen Aufstieg will. Das ist die FDP. Und dann sagt er, er zögert wegen der Ereignisse in Thüringen, aber die klare Feststellung der FDP, keinesfalls etwas mit der AfD zu machen und mit der Linkspartei keine Regierungen zu bilden, das habe ihn überzeugt, dass er in die FDP eintritt. Und das gleiche Ereignis nimmt Herr Schmidt zum Anlass auszutreten. Ich meine, das sind individuelle Entscheidungen, aber es zeigt sich zumindest, dass seine Betrachtung nicht alternativlos ist. Ich möchte das auch noch mal rausstellen. Wir hatten am Anfang noch mal diese freien Berufe, Ihr Plädoyer dafür, und gleichzeitig Unternehmer. Das ist ja auch das Merkmal der FDP über Jahrzehnte, dass sie diese Interessen vereint haben. Auf der einen Seite diese reglementierten Berufe, die unter der Fuchtel des Staates arbeiten müssen, die Ärzte, die Architekten, die Anwälte, die Apotheker, es gibt noch eine Reihe weiterer freier Berufe. Und dann haben sie die Unternehmer, die sich versprechen, dass die Märkte liberalisiert werden, dass die Zugangsvoraussetzungen so niedrig wie möglich sind. Und die FDP hat es in meinen Augen über Jahrzehnte geschafft, diese beiden Gruppen zu beherbergen. Und ich sehe aber momentan, dass der Schwerpunkt oder das Gleichgewicht rutscht hin zu den Unternehmern, die genau diese freien Märkte haben wollen und dass sie eben die freien Berufe aus dem Fokus verloren haben. Das ist ein Missverständnis und ist auch gar nicht die Absicht. Das geht so ein bisschen auf das zurück, was regelmäßig bei Ihnen kritisiert wird, zu sagen, ja, die wollen keine Klientelpartei mehr sein. Da sage ich ja auch sehr explizit, wir sind keine Klientelpartei, sondern wir sind eine Partei, die für ein liberales, freiheitliches Lebensgefühl steht. Und ich mache es an einem Unterschied deutlich. Wenn Sie sagen Unternehmer, nein, nicht jeder Unternehmer kann die FDP wählen. Der Unternehmer, der den Wettbewerb, seine Kunden, technischen Fortschritt liebt, der kann uns wählen. Weil das teilen wir. Es gibt aber auch Unternehmer, die lieben die Subvention für ihre Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die wollen das vom Staat garantierte Einkommen haben, eine Subvention. Und denen muss ich sagen, wir sind gegen diese Subvention, weil sie macht für alle, für den BAföG-Empfänger, die Rentnerin, für den Handwerksbetrieb um die Ecke, den Strom teurer. Und deshalb wollen wir diese Subvention kappen. Du musst die Grünen wählen. Wenn du nicht den Markt und den Wettbewerb liebst, deine Kunden, sondern die staatliche Subvention, dann musst du die Grünen wählen, weil die wollen dir die Subventionen geben. Aber davon nehmen sie die freien Berufe aus. Bei den freien Berufen ist es anders. Die Angehörigen der freien Berufe, die ich kenne, die lieben nicht die HOAI oder die Honorarvergütung. Der Arzt, der Architekt, das sind doch Menschen, die wählen einen Beruf, weil sie etwas persönlich können. Die haben eine persönliche Fähigkeit. Gehören einem Heilberuf an, die können was und die haben eine besondere Hingabe zum Beispiel gegenüber ihren Patientinnen und Patienten. Das ist doch auch ein liberales Lebensgefühl, diese Verantwortungsübernahme. Man geht doch nicht in einen freien Beruf wegen der Honorarordnung. Bezogen auf die Apotheken bedeutet das, dass der Apotheker mit dem freien Markt klarkommen muss. Das heißt also, dass er sich nicht bei der Politik beschwert, dass 5 Meter weiter eine weitere Apotheke ist, sondern dass er versucht, seine Apotheke im Wettbewerb zu dieser Apotheke daneben durch besondere Leistungen hervorzuheben. Bei den Heilberufen kann man nicht die Kategorien eines freien Marktes ansetzen, weil da geht es um Versorgungssicherheit und es geht um gesundheitliche Belange der Patientinnen und Patienten. Deshalb bin ich bei der Übertragung eines Marktparadigmas
auf diesen Teil der freien Berufe erst recht vorsichtig. Okay. Aber das gilt in ähnlicher Weise auch etwa für den Anwaltsberuf. Mhm. Auch dort Strukturen wie Better Call Saul auf Netflix wünsche ich mir hierzulande nicht. Und deshalb kann man das nicht vergleichen mit den Kategorien eines freien Marktes. Ja. Es ist eben eine Apotheke keine Drogeriekette, sondern etwas anderes. Zum Glück. Noch um den Themenwechsel noch mal hinzukriegen, den ich eben schon mal... Okay, Entschuldigung. Ich hatte vermutet, dass das Thema kam. Aber es war trotzdem sehr interessant. Ich würde gerne noch mal auf den Wahlkampf 2017 zurückkommen. Ja. Da hatten Sie ein Poster, das hängen gefühlt an jeder Straßenecke. Ja. Digital first, Bedenken second. Mhm. Cooler Spruch, muss ich sagen. Aber inzwischen fragt man sich, bereuen Sie das? Nein, ging das zu weit? Nein, das bereue ich nicht. Die stagnierende Entwicklung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung. Schauen Sie mal nach Estland, was da möglich ist. Wenn man umzieht, kann man da die neue Meldeadresse online eingeben. Bei uns geht man aufs Amt. Also die mangelnden Fortschritte bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, der schlechte Netzausbau in Deutschland. Ja, ich glaube, unverändert haben wir da ein Problem. Sie haben recht, aber da schwingt ja so ein bisschen mit. Alles, was digital ist, ist grundsätzlich innovativ, grundsätzlich gut. Und noch ein kleiner Gedanke, sollte nicht der Gesetzgeber und die Bundesregierung, also die Politik, wie man so schön sagt, dafür sorgen, dass alles hinterfragt wird, also bedacht wird, was als Innovation in die Gesellschaft kommt? Das ist doch eigentlich die Aufgabe der Politik. Also ich weiß, worauf Sie hinaus wollen und deshalb sage ich, ja, wir brauchen Regeln, eine Ordnung auch für die Datenökonomie. Ich habe 2012 mal auf Einladung des FAZ damaligen Herausgebers Schirmacher einen Beitrag für die Frankfurter Allgemeine geschrieben mit dem Titel Eine Ordnung für den Datenmarkt. Und was umfasst das? Erstens die Frage, wie gehen wir mit unseren individuellen Daten unserer Privatsphäre um und wie wird damit umgegangen? Ich glaube, wir brauchen da so etwas, untechnisch gesprochen, wie ein Eigentumsrecht an Daten, dass wir sagen können, du Amazon, du Facebook kannst nicht mit meinen Daten machen, was du willst. Ich will Datensouveränität haben. Und zum Zweiten müssen wir sehen, dass der Silicon Valley Plattformkapitalismus in der Lage ist, die Regeln der sozialen Marktwirtschaft zu deformieren. Mhm. Da entstehen quasi Monopole und da können Spieler im Markt so mächtig werden, dass sie selbstherrlich die Regeln bestimmen können. Mhm. Und da brauchen wir einen Staat als Schiedsrichter im Wettbewerbsrecht, beispielsweise im Fusions- und Kartellrecht. Mhm. Da muss der Staat sehr viel stärker auftreten. Und das ist interessant, es hört sich... Wenn ich sage mehr Staat, hört sich keine Ahnung, irgendwie etatistisch oder so. Herr Rixinger. Ja, genau. Aber weil ich überzeugter Anhänger der Marktwirtschaft bin, plädiere ich für starken Staat in dem Fall, weil der Staat wird als Garant gebraucht dafür, dass der Außenseiter, der Newcomer, eine Chance am Markt hat und nicht der Mächtige automatisch mächtig bleibt. Ja. Sehr interessant, was Sie sagen, dass man aufpassen muss, dass diese großen Konzerne keine Herrschaft über diese Daten bekommen. Wenn ich das nochmal auf den Apothekenmarkt beziehen darf, wir haben in den letzten 2-3 Jahren nach dem EuGH-Urteil zur Preisbindung erlebt, dass zwei Großkonzerne teilweise finanziert, also nicht teilweise, sondern finanziert aus mehreren multinationalen Konzernen, den gesamten Versandmarkt aufgekauft haben. Auch hier in Deutschland mehrere deutsche Versandapotheken aufgekauft haben und dieses Geschäft jetzt eigentlich dominieren, kontrollieren. Und somit auch sozusagen von außen als Großkonzerne natürlich auch Daten erheben. Und mit dem Blick auch auf Google und Amazon, die, wie Sie eben gesagt haben, nicht so eine Macht haben sollten. Wie sehen Sie diese Entwicklung da im Apotheken? Kann ich nur abstrakt beantworten, weil ich nicht qualifiziert bin, den Sachverhalt im Einzelnen zu beurteilen. Ich kenne ihn nämlich nicht. Aber Sie kennen ja Doc Morris und Shop Apotheker und das sind inzwischen... Die Namen kenne ich, aber ich bin nicht so vertraut mit dem Markt, dass ich das im Einzelnen sagen kann. Deshalb kann ich nur eine generelle Aussage treffen, die für alle gilt, für alle Branchen. Wir brauchen ein Bundeskartellamt, das auf Augenhöhe mit den technischen Entwicklungen ist. Okay. Das heißt, wir brauchen da die qualifizierten Beamtinnen und Beamten in ausreichender Zahl, dass tatsächlich auch die digitalisierten Teilmärkte beobachtet werden können. Gibt es dort illegitime Ballung von Marktmacht? Wie wird dort mit Daten umgegangen? Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf den Markt der Versandapotheken, sondern auf alle. Und ich sage es deshalb so abstrakt, weil ich die Situation jetzt hier im Einzelnen nicht kenne. Okay. Generell ist ja auch die Marktordnung, die Überwachung des fairen Wettbewerbs keine
politische Aufgabe, sondern die ist ja seit den 1950er Jahren zu Recht an eine unabhängige und an politische Weisungen nicht gebundene Behörde ausgelagert. Mhm. Das ist auch richtig, weil Politik neigt ja dazu, Einzelinteressen aufzugreifen. Und deshalb finde ich es gut, dass wir da eine unabhängige Behörde haben. Noch ganz kurz eine Nachfrage dazu. Wir haben hier auch die Situation, dass diese beiden Großkonzerne jeweils nur 1-2 Meter hinter der Grenze sitzen und deswegen von deutschen Behörden gar nicht überwacht werden können. Also das sind europäisches Kartellrecht. Dann würde ich in dem Fall sagen, ist eine Frage des europäischen Kartellrechts. Und die Niederländer sagen, wir können die auch nicht überwachen, weil die größtenteils deutsche Patienten versorgen. Das heißt also, wir haben hier eine Situation, wo zwei Großkonzerne nicht so überwacht werden, wie zum Beispiel eine Apotheke, die, du bist selbst Apotheker, wie oft kommt da der Pharmazierat und kontrolliert euch? Vielleicht 1-2 Mal im Jahr. Ja, einmal in 2 Jahren vielleicht. Ja gut, der geht dann da halt und guckt, ob da die Staubkörner in der Defekt und der Rezeptur sind. Würde ich sagen, Aufgabenzettel für die Bundesregierung. Wenn es da eine Frage der Regulierung für fairen Wettbewerb gibt, die nicht mehr im nationalen Rahmen getroffen werden kann, dann haben wir dafür eine Europäische Kommission. Okay. Auch da gibt es ja Wettbewerbsrecht. Okay. Und wenn das sozusagen ein blinder Fleck ist, dann müsste man den angehen. Das heißt also, für den grenzüberschreitenden Handel muss grundsätzlich auf EU-Ebene, finden Sie, jemand sein, der das auch qualitativ überwacht? Ja, es darf keinen regelfreien Raum geben. Es darf keinen blinden Fleck geben, wo Belange des Gesundheitsschutzes oder Belange eben des fairen bzw. unlauteren Wettbewerbs nicht betrachtet werden. Und okay. Wenn es eine solche Regelungslücke, einen blinden Fleck gibt, ja, aber selbstverständlich muss man da was tun. Die niederländischen Behörden sagen, dass sie die Konzerne überwachen. Allerdings sagen sie auch, dass sie sie nicht so regelmäßig überwachen wie niederländische Apotheken, weil sie ja ausschließlich an deutsche Patienten liefern. Ja, das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, da haben wir eben nicht den fairen Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Distributionswegen. Wäre also ein weiterer Aspekt, wo dringend eine Regulierung erforderlich ist, wie eben schon bei den Bonit. Okay. Nochmal, vielleicht, weil Sie gesagt haben, Sie könnten diese Frage abstrakt beantworten. Gucken wir uns den gesamten Gesundheitsbereich an, jetzt nicht nur die Apotheken, wir haben ja auch im Bereich der ärztlichen Praxen, zum Beispiel der Zahnarztpraxen, ja durchaus die Tendenzen, dass dort ein Investment beginnt, die Möglichkeit des Fremdbesitzes. Wollen Sie das auch generell regulieren oder verbieten? Oder wie sieht das aus, mit, wenn jemand Interesse hat, ins deutsche Gesundheitssystem zu investieren? Welche Möglichkeiten hat er und welche Grenzen soll er haben? Ja, da gab es ja eigentlich Initiativen von Herrn Spahn, das zu unterbinden. Ich höre allerdings, dass tatsächlich ausländisches Kapital in beträchtlichem Maße in einen Bereich eindringt, der eigentlich freiberuflich nach unserer Vorstellung organisiert sein soll. Und deshalb muss man sich genau auch diese Entwicklung ansehen und gegebenenfalls regulatorisch nachsteuern. Für uns ist jedenfalls es ein Qualitätsfaktor, dass unser Gesundheitswesen auf der freien Arzt- und Therapiewahl basiert und dass der niedergelassene Mediziner, die niedergelassene Medizinerin ein Garant eben für diese freie Arzt- und Therapiewahl sind. Das ist ein Grund übrigens, warum wir so energisch gegen die von SPD, Grünen und Linkspartei forcierte Bürgerversicherung sind. Denn ich glaube, dass eine Vereinheitlichung des Versicherungsschutzes bald danach dazu führt, dass auch die medizinische Versorgung, die Landschaft insgesamt vereinheitlicht wird. Dann gibt es nur feste Vertragsärzte und feste Therapien und so weiter. Man kann sich schon vorstellen, wie Herr Lauterbach dann im Fernsehen begründet, ach ja, diese vielen Ärzte da und so weiter. Also kann man sich vorstellen. Und genau das betrifft eben auch die Frage, inwieweit wir eine dezentrale Struktur haben und Freiberuflichkeit sichern. Mhm. Sollte es da tatsächlich solche Entwicklungen geben, die die aktuelle Regulatorik von Herrn Spahn nicht unterbunden hat, dann müsste man da nachschärfen. Die FDP vereint ja auch viel Wirtschaftskompetenz. Sie haben ja durchaus auch viele Mitglieder, die sich sehr wirtschaftstheoretisch engagieren. Ja. Wenn man die Wirtschaftsweisen sich anhört, die Monopolkommission, dann geht es bei solchen Gutachten häufig um Wettbewerb, aber vor allen Dingen um Preiswettbewerb. Also da geht es darum, dass Preise zum Wohle der Gesellschaft, des Verbrauchers immer gesenkt werden. Wie sieht es denn aus? Gibt es nicht auch andere Ausprägungen des Wettbewerbs? Also gerade im freiberuflichen Bereich, dass man sagt, es geht nicht um den Preis, den übernimmt ja nachher die Versicherung, der wird ausgehandelt, sondern vielleicht auch um Qualitätswettbewerb. Ist das eine Sache, die man nicht eher viel mehr nach vorne bringen müsste? Ich stimme Ihnen voll zu. Weshalb ich ja eben schon gesagt habe, das reine Marktparadigma auf die freien Berufe anzuwenden, insbesondere die Heilberufe, halte ich für falsch. Und tatsächlich haben wir deshalb ja auch Honorarordnungen, sodass der Wettbewerb über die Qualität oder auch die Sympathie
geführt wird und nicht über den Preis. Mhm. Kann man auch nur sagen, Gott sei Dank ist das so. Medizinmarkt bei der Grundversorgung, wo man sozusagen aushandelt, wie viel kostet die neue Hüfte, wollte ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ich würde gerne mal zu einem Ihrer ärgsten politischen Konkurrenten kommen, Robert Habeck. Der hat, oder ja, wir nehmen Ärgsten raus, ja, und er ist jedenfalls ein politischer Konkurrent. Ja. Der hat mal gesagt, bei einer Veranstaltung in Baden-Württemberg, dass sich die Grünen mit den Großkonzernen anlegen wollen. Er hat als Beispiel genannt Facebook, Google, aber auch Doc Morris, ja, und hat gesagt, dass er es nicht verstehen kann, dass solche Großkonzerne praktisch sich immer steuerlich günstige sozusagen Standorte suchen, aus denen sie dann unter anderem deutsche Kunden, also wie im Fall von Doc Morris, beliefern. Ja, natürlich zahlt Doc Morris auch Steuern in den Niederlanden, ist klar, aber sie zahlen halt nicht alle Steuern. Sie zahlen Mehrwertsteuer hier in Deutschland, aber sie zahlen zum Beispiel keine Unternehmens-, also Gewerbesteuer hier in Deutschland. Wie sehen Sie das? Ich meine, da werden bis zu 10.000 Paketen, glaube ich, am Tag verschickt und die machen sehr, sehr viel Geld. Leider sagt Herr Habeck nicht, dass er den deutschen Apothekern die Steuern erhöhen will. Also er spricht darüber, er will, dass Doc Morris auch Steuern zahlt. Wieso will er den deutschen Apothekern die Steuern erhöhen? Na, er hat doch gefordert, 30 Milliarden Euro zusätzliche Einkommenssteuer, um ein bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren. Okay, die Einkommenssteuer, das hat er gesagt. Deshalb sind die Grünen gegen die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Das hörte sich jetzt gerade so an, als ob es eine extra Apothekensteuer geben soll. Einkommenssteuer, aber die zahlen ja die Apotheker. Und also finde ich ganz interessant. Also nehme das Habeck-Zitat, weise aber dann darauf hin, richtig, das, was er auf der einen Seite vielleicht verspricht, auf der anderen Seite ist es viel teurer, spätestens wenn man eine vermietete Wohnung noch hat. Aber jetzt zu dem Problem, das Sie schildern, das sehe ich auch. Das betrifft ja generell die international tätige Wirtschaft. Konzerne, die in Deutschland tätig sind, Erlöse erzielen, aber ihren Sitz woanders haben. Ja. Allerdings gibt es noch keine überzeugende Lösung für dieses Problem. Mhm. Hat noch niemand. Also alle europäische FDP hat es auch nicht quasi. Nein, ich habe es auch nicht. Ich schildere Ihnen das Dilemma, was damit ein europäisches ist. Steuersystem. Ja, letztendlich braucht man dann keine Länder mehr. Machen Sie das mit Apple. Die sind ja kein europäisches System. Ich schildere Ihnen das Problem. Apple bietet Dienstleistungen und Produkte hier an. Patente, Lizenzen und so weiter liegen in den USA. Da fällt der Gewinn an, da wird er versteuert. Mhm. Wie ist das eigentlich bei BMW? Oder der BASF, die exportieren in die Welt. Wir sind eine Exportnation. Unser Außenhandelsüberschuss ist größer als der USA, wenn ich es richtig sehe, prozentual. Mhm. Das heißt, also, wenn wir jetzt quasi sagen, wir wollen Apple treffen, dann treffen wir aber zugleich auch unsere exportorientierte deutsche Wirtschaft im Ausland. Weil die Gewinne, die auf den Weltmärkten erzielen mit Top-Produkten von BMW, die werden dann eben auch in China versteuert und nicht nur bei uns. Also insofern, eine Lösung für dieses Problem habe ich noch nicht gehört. Denn die Bilanz könnte gerade für die Exportnation Deutschland und unseren öffentlichen Haushalt nachteilig sein. Wir kriegen zwar Taler von Apple, geben aber viel ab von dem, was BMW auf den Weltmärkten verliert. Also ich gebe das nur zu bedenken. Das heißt, man kann nicht auf der einen Seite regulieren, wenn man nicht will, dass die... Dann muss man für alle regulieren. Ja, eben. Man kann nicht nur sagen, wir steuern die amerikanischen Konzerne und... Für unsere Unternehmen gilt auf den Weltmärkten aber das alte Recht, dass die bei uns versteuern. Es ist ein sehr komplexes Problem, das ich anerkenne, aber eine Lösung, wie gesagt, habe ich noch nicht gehört, auch der Bundesfinanzminister, egal wie der Name ist, ob Schäuble oder Scholz, alle benennen das Problem. Eine technisch überzeugende Lösung von den Experten habe ich noch nicht gehört. Ich wäre offen, sie mir anzusehen, aber ich habe sie noch nicht gehört. Sind Sie eigentlich, gehen wir mal ganz konkret auf eine Industrie ein, sind Sie eigentlich auch dafür, dass man die Arzneimittelproduktion mehr in die EU oder nach Deutschland holt? Weil wir haben das Thema der Arzneimittellieferengpässe. Das ist ja ein Ergebnis eines liberalen Marktes seit 30, 40 Jahren. In den 80er Jahren gab es eine immense Abwanderung von Industrie nach Südost. Das Ergebnis ist, dass wir jetzt enorme Versorgungsprobleme und Engpässe haben. Würden Sie so einen Markt dann wieder eher regulieren, wieder staatlich aufpempern wollen? Was ist Ihre Idee dazu? Denn das ist ja wirklich ein gravierendes Problem. Das ist ja, das ist gerade in diesen Tagen diskutiert. Ich würde mir das gerne noch mal genauer ansehen, denn ich habe den Eindruck, dass die deutsche Politik aktiv forschende pharmazeutische Unternehmen aus dem Land vertrieben hat.
Warum? Einschränkungen der Forschungsfreiheit. Patentrechtlich auch. Patentrechtlich, bestimmte Dinge wollen wir nicht. Mhm. Ich denke mal daran, als es um die Produktion von Insulin ging, wollten wir in Deutschland nicht haben. Mhm. Und dann kommt es aus dem Ausland, Stammzellforschung. Also wir haben überall Diskussionen, ethisch auch reich begründete Diskussionen, was wir nicht wollen. Sie kennen die Diskussion auch ums Rabattvertragssystem? Amnok und anderes, die Diskussion aus der Vergangenheit kenne ich auch noch. Amnok sind die Preise für neue Medikamente. Mhm. Ich meine auch die Preise für Generika, also die schon praktisch diese Nachahmerpräparate sozusagen. Ja, Generika kenne ich, ja. Da ist ja das Problem, dass die Preise inzwischen durch die Krankenkassenverträge so weit runtergegangen sind. Ich glaube, was hatten wir letztens? 6 Cent irgendwie pro Pille für einen Blutdrucksenker. Dass die Unternehmen natürlich sagen, wir können das nicht mehr in Europa gewinnbringend produzieren. Das ist eine Monopolisierung der Wirkstoffhersteller in Südost. Und dementsprechend, wenn dort irgendwas passiert, Erdbeben, Corona-Krise, dann fallen dort die Produktionskapazitäten und die, aus. Und die Unternehmen hierzulande, also die deutschen Pharmaunternehmen, also europäische Pharmaunternehmen, sind sozusagen nur noch eine Marketingagentur, wo sie am günstigsten die Wirkstoffe herbeziehen können. Auch das schaue ich mir sehr gerne mal mit unseren Gesundheitspolitikern an. Aber ich bin unsicher, ob bei den Standortbedingungen für die pharmazeutische Wirtschaft tatsächlich die Produktion und Verpackung die entscheidende Qualität ausmacht. Okay. Oder ob nicht bei den Fragen der Standortbedingungen, Rahmenbedingungen, Forschung, Steuer und so weiter eher eine Rolle spielen. Dass die Anreize haben, wieder auch hier zu produzieren. Ja, also dass es hier attraktiv ist, zu produzieren und zu forschen im Inland. Denn also, als Nicht-Fachmann die Produktion eines Arzneimittels im Vergleich zum Anteil Forschung bis zur Zulassung, was da an Investitionen läuft, scheint mir eher einen höheren Anteil zu haben, ne, als das dann auch die Frage Bürokratismus bei der Zulassung. Wobei es im Generikamarkt ja eigentlich nur um Produktion, da geht es ja nicht um Forschung. Ne? Und Generikamarkt ist ja das, sind Antibiotika, Blutdrucksenker, das sind die Medikamente, die die Bevölkerung am meisten braucht. Und wir sehen jetzt, dass, glaube ich, in dieser Provinz Wuhan, wo das Coronavirus ausgebrochen ist, ich glaube, 11 Hersteller gar nicht mehr lieferfähig sind. Und das sind gerade aus China kommen die meisten Antibiotika, fast alle Antibiotika, die wir hier in Europa benutzen. Also aber es sind auch Antidepressiva, Blutdrucksenker, also die Menschen kommen tatsächlich in sehr brenzlige Situationen, weil sie teilweise Tage oder Wochen wieder auf ihre Arzneimittel warten müssen. Also ist ein großes Thema, fraktionsübergreifend, ja, sie werden sich ihre Gedanken dazu machen. Aber Entglobalisierung, Protektionismus, also die spontane Antwort ist, das kann auch nicht die Lösung sein. Gerade für Deutschland als Exportnation kann ich nur davor warnen, dass wir eine Diskussion anfangen über Ende der Globalisierung. Mhm. Also wenn das andere Länder machen, dann kann man das irgendwie verstehen. Aber unserer deutschen Interessenlage kann das nicht entsprechen, zu sagen, wir machen Protektionismus. Ich habe noch eine ganz kleine Frage dazu. Herr Macron, den Sie ja teilweise auch recht befürworten, also den Sie, glaube ich, ganz gut finden. Teils. Ja, der hat gerade gestern eine sehr interessante Entscheidung getroffen. Ja. Und zwar hat er auch aufgrund der Corona-Krise gesagt, dass er alle Atemschutzmasken, die sich noch im Land befinden, beschlagnahmt, erstens. Und zweitens denken die darüber nach, eine Preisbindung, einen Preisstopp für Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken zu machen. Bei uns sind solche Produkte natürlich auch frei im Preis, weil es keine Arzneimittel sind. Ja. Sieht man da nicht, dass in der Gesundheitsversorgung grundsätzlich freie Preise wenig zu suchen haben? Ja, gerade in so einem Katastrophenfall, weil es da jetzt Leute gibt, die sich damit Geld verdienen, an dem Leid anderer. Im Katastrophenfall bin ich ganz bei Ihnen. Da halte ich das für, was ja nicht normale Abwägungen im Handel sind, sondern in der Tat, wir haben es mit einer zugespitzten Situation und Ängsten zu tun. Dort einzugreifen halte ich für denkbar. Okay. Übrigens habe ich das sogar für die Kapitalmärkte letzte Woche gefordert, dass die Finanzmarktaufsicht schauen muss, gibt es möglicherweise jetzt Leerverkäufe über das übliche Maß hinaus, dass gewettet wird in der Katastrophe auf einen Absturz und er dadurch im Wege einer self-fulfilling prophecy erreicht wird. Also in solchen Situationen kann es erforderlich sein, dass der Staat als Ordnungsgeber sagt, Freunde der Nacht, wir sind Marktwirtschaftler, aber gegenwärtig haben wir keinen funktionierenden Markt aufgrund einer äußeren Krise. Das halte ich also als Ultima Ratio durchaus für denkbar. Okay. Aber generell jetzt zu sagen, dass außerhalb von RX bei der Frage, also jetzt des Desinfektionsmittels, das ich bei Aldi kaufen kann, da eine Preisbindung drauf zu machen, also ich bin für jedes Gedankenexperiment offen, aber gegenwärtig sehe ich es noch nicht als angezeigt an.
Okay. Auf der anderen Seite, Sie sagen kurzfristig handeln, dann wenn eine Katastrophe da ist, dann ist die Frage Definition Katastrophe, Definition Epidemie, ab wann müssen wir handeln? Ist es nicht zu kurzsichtig? Also eine Feuerwehr bauen wir ja auch dann nicht erst auf, wenn wir einen Waldbrand haben. Mhm. Wir brauchen ein bestehendes und funktionierendes Netz, dass wir darauf reagieren können. Das heißt, das ist aber häufig, glaube ich, die ganz menschliche Reaktion. Also in Friedenszeiten kümmert man sich nicht um den Einbruchschutz, um die Feuerschutzeinrichtungen und auch nicht um das Gesundheitssystem. Aber dann, wenn es dicke kommt, erwartet man, dass Fachleute reagieren, dass es Institutionen gibt, die einspringen. Aber wenn noch dieser Markt so heruntergewirtschaftet ist, dass er das quasi gar nicht mehr schafft, ist das dann nicht zu kurzsichtig, politisch gesehen? Ja, aber ich fühle mich von Ihrer Kritik nicht angesprochen. Weil beispielsweise in der Frage Infektionsschutz, Pandemie und so weiter, sind wir seit Jahr und Tag dabei, Maßnahmen zu fordern, vom Großen bis ins Kleine. Wir sind ja die einzige Fraktion, die einen ordentlichen Professor für Medizin in ihren Reihen hat. Und Infektiologie, der in diesen Zeiten... Ausgerechnet das auch noch, genau. Ja. Und er hat auch sehr konkrete Forderungen übrigens jetzt, wie man diese Katastrophe weiter eindämmen könnte. Ja, so ist es. Aber hier geht es ja um die Prävention. Ja, Entschuldigung. Ihre Frage geht ja in die Prävention. Und ja. Ich neige nicht dazu, in einer akuten Krise jetzt Noten zu verteilen, wie Behördenheilberufe der Minister das macht. Nee, es geht um langfristige Lösungen. Genau. Also ab Sommer sage ich mal wieder. Genau. Also hoffentlich sind wir im Sommer... haben wir den Höhepunkt hinter uns, hoffentlich. Und dann wird man sich die Frage stellen müssen, sind wir auf solche Fälle gut vorbereitet? Wenn ich die internationalen Studien sehe, andere Industrieländer sind in der Regel besser auf solche Lagen vorbereitet als wir. Okay. Und wir haben so viel Geld, dass wir zum Beispiel in den Sozialbereich geben. Ist ja nicht so, dass Deutschland unterfinanziert wäre im Sozial- oder Gesundheitswesen, sondern Milliarden, Milliarden, Milliarden. Ein Drittel unserer gesamten Wirtschaftsleistung geht in solche Zwecke. Aber wir müssen fragen, erreichen wir die Effekte? Und das ist eine Diskussion, die müssen wir ganz grundsätzlich führen, speziell auch für solche Großlagen. Okay. Auch die Behördenzusammenarbeit, EU, Bund, Länder und Gemeinden. Also ich bin großer Anhänger der Idee des Föderalismus, aber bei solchen Großlagen stellt sich die Frage, also funktioniert das dann? Also etwa über Quarantäne entscheidet ein örtlicher Landrat. Ja. So, und der Bundesgesundheitsminister als für die Öffentlichkeit wahrnehmbarer Krisenmanager hat da überhaupt nichts anzuweisen. Mhm. Der muss freundlich bitten. Mhm. Also, wobei er schon in dieser Krisensituation, glaube ich, auch bei der ITB sehr deutlich klargestellt hat, wie er es gerne hätte. Und das hat dann natürlich auch gewirkt. Aber entschieden wurde, wie Sie wissen, entschieden muss, also laut Infektionsschutzgesetz muss. Ja. Ich finde es aber sinnvoll, da natürlich als Minister seine Meinung zu äußern. Ich glaube, das hat auch eine Wirkung dann in die Länder, klar. Ja, klar, aber... Wie gesagt, ich würde es mir gerne noch mal ansehen, oder Fachleute müssen sich das ansehen, ob für solche Großlagen man nicht einen anderen Zug braucht. Entspricht ja übrigens auch der Forderung Ihres Fraktionskollegen Ullmann, der sagt, man braucht einen Chief Medical Officer in Deutschland, der in so einer Krise sozusagen medizinische Entscheidungen am besten beurteilen kann und dann auch in so einem Krisenstab treffen kann. Ja. In Amerika gibt es das auch. Gut. Gut, letzte Frage. Können wir den Bogen so ein bisschen schließen, auch weil Sie haben am Anfang gesagt, es gab auch immer die Kritik von der DAZ an Parteipolitik der FDP, vielleicht sogar an Ihrer Person. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber letztendlich sind wir ja alles politische Menschen, ob wir jetzt Heilberufler sind oder nicht. Lesen Sie mal so die Tagebucheintragungen. Das sind Meinungsbeiträge von Herrn Meinungsbeiträge, ja. Ich bin auch total für Meinung, aber wenn teilweise Kabarettisten im Fernsehen softer sind als die Beiträge von promovierten Pharmazeuten, dann ist das doch originell. Naja, also wir werden es weiterleiten. Ich ertrag das alles, nur... Aber Sie mussten sich ja schon harte Kritik anhören an Ihrer Person in den letzten Monaten. Ich will gar nicht über die letzten Wochen sprechen. Also da wurden ja schon Äußerungen von Ihnen als populistisch bis ins Rassistische gebracht, was vielleicht überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Da gab es ja diese Geschichte von der Schlange beim Bäcker und so weiter, die ja wirklich zerrissen wurde in den Medien. Das heißt, Sie mussten sich ja schon harte Kritik anhören. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt... Ja, das stimmt, absolut. Das muss ich, da setze ich mich auch aus. Aber ich sage in aller Offenheit... wir haben in bestimmten Fragen, in bestimmten Debatten auch einen total hysterischen Unterton. Mhm. Und wenn man, wie ich beispielsweise regelmäßig, und daran halte ich fest, sagt, es muss eine Kontrolle des Zugangs nach Deutschland geben. Es kann nicht ein Daueraufenthaltsrecht geben für jeden, der kommt. Wir müssen entscheiden, mit wem sind wir solidarisch, weil er in Not ist, wer ist qualifiziert und bei dem weder noch gilt, nicht qualifiziert, nicht bedroht, da muss die Ausreise die Regel sein.
da werde ich immer als rechts bezeichnet. Dabei ist das nur das Recht, was ich gerade beschreibe. Und ich muss Ihnen sagen, da halte ich auch dran fest. Da lasse ich mich nicht einschüchtern. Auf Twitter gibt es so einen, ich sage mal, links-grünen Mainstream. Und da können alle, die dem nicht folgen, sicher sein, da lasse ich mich nicht einschüchtern. Da bleibe ich am Ball. Auch durch die Apotheker nicht. Aber dann nochmal zusammenfassend letztendlich. Also wenn wir uns über die liberale Idee auch unterhalten in Deutschland und wenn die FDP dafür das politische Zuhause ist. Ich meine, Sie haben vor 3-4 Jahren diesen Slogan abgelegt, die Liberalen. Aber letztendlich sind Sie ja schon die liberale Adresse für einen Menschen. Freie Demokraten, sagen wir. Ja, Demokraten sind wir hoffentlich alle letztendlich. Aber ja, nicht jeder hat den Gedanken der Freiheit so verinnerlicht wie wir. Ja, auf der anderen Seite mal die Hypothese, dass eigentlich jegliche Partei für die Freiheit der Menschen zuständig ist, jegliche Regierung. Aber es kann auch nur funktionieren, wenn es wirklich konkrete Ordnungspolitik gibt. Das heißt, sie müssen die Antworten auf die Probleme finden. Jetzt bei der Flüchtlingspolitik, bei der Klimadiskussion, beim Coronavirus. Sie müssen noch konkrete Antworten liefern. Und mein Eindruck ist, dass die FDP in den letzten Wochen und Monaten viel geredet hat, viel aufgetreten ist, aber eben keine konkreten Lösungen vorgestellt hat. Gerade bei der Klimapolitik haben Ihnen die Grünen den Rang abgelaufen, weil die tatsächlich ordnungspolitisch aufgetreten sind. Das, was man von den Grünen eigentlich gar nicht erwarten würde, dass die sagen, wir sind jetzt mal sehr... So. Also erklären Sie das doch mal genau den Zuschauern, was Sie damit meinen. Vor 10, 20 Jahren hätte kein Grüner gesagt, wir wollen alles verbieten, wir wollen die Leute einschränken. Die waren doch eher wirklich diese freiheitsdrängende Partei. Oder ist das nicht Ihr Eindruck? Nee, gar nicht. Ich glaube, Sie sind denen schon auf den Leim gegangen. Die Grünen erzählen doch allenthalben, sie wollen das Verbot des Verbrennungsmotors beispielsweise. Mhm. Was ist daran Ordnungspolitik? Entscheidend ist doch nicht die Art des Antriebs, sondern ob wir den Verkehr insgesamt klimafreundlich, klimaneutral machen. Und da kann man sich nicht, wie die Grünen das wollen, einseitig auf den batterieelektrischen Antrieb festlegen, der überhaupt gar nicht sozial und ökologisch voll überzeugend ist. Es gibt auch andere Alternativen. Ich fahre zum Beispiel hier in Berlin mit einem Wasserstoffauto. Also wo ist da eine Ordnungspolitik der Grünen? Das ist eine einseitige Politik gegen das Auto insgesamt gerichtet. Also ich glaube, Sie sind ja ein Stück auf den Leim gegangen. Ne? Das kommt bei den Wählern an. Gucken Sie sich die Wahlen an. Seit der Europawahl, seit den Landtagswahlen und die Umfragewerte, scheinbar ist diese Politik gerade die ankommt. Da kann Ihnen niemand widersprechen mit Blick auf Wahlergebnisse und Umfragen. Mhm. Aber ich frage, woher kommt das? Ihre Interpretation war, die Grünen sind eine ordnungspolitisch überzeugende Partei und haben den Gedanken der Freiheit. Ich würde eher sagen, die Grünen machen geschicktes Marketing, sind eine Projektionsfläche für viele, haben ein freundliches Gesicht. Toll, sage ich, handwerklichen Respekt. Aber man muss doch dahinter schauen. Die Grünen wollen immer noch höhere Steuern. Allenthalben geht es darum, zusätzlichen Bürokratismus zum Beispiel am Arbeitsmarkt aufzubauen. Sind für die Bürgerversicherung, wo ist das denn ordnungspolitisch überzeugend? Sondern ist ja gerade gegen Individualität und Wahlfreiheit gerichtet. Und speziell, wenn Sie Klima sagen, überall Verbote, CO2-Steuer. Nein, unser Modell beim Klima, weil Sie das angesprochen haben, ist ja ein anderes. Wir wollen ein CO2-Limit. Wie viel CO2 dürfen wir noch emittieren, damit wir die Klimaziele erreichen? Aber es ist doch durch europarechtliche Vorgaben klar. Sie haben recht, allerdings nicht für alle Sektoren. Für Industrie und Energie gilt das, aber zum Beispiel für den Verkehr, die Landwirtschaft gilt das nicht. Da haben wir keinen europäischen CO2-Markt. Das wollen wir aber für alle Sektoren haben, ein klares CO2-Limit. Und jetzt passiert Folgendes, dann wird das CO2 dort eingespart, wo es am günstigsten ist und nicht da, wo die Politik es will. Denn diese ganze Kleinteiligkeit, die wir haben, Ölheizung verboten, da wird da gefördert, das Elektroauto, obwohl das Problem nicht die Höhe der Leasingrate, sondern die mangelhafte Infrastruktur ist. Das ist uns zu kleinteilig. Wir wollen europäischen, notfalls auch nur deutschen CO2-Markt, CO2-Limit. Und dann entscheiden die Menschen selbst, im Zweifel die Ingenieure, Techniker, Naturwissenschaftler, wo wird am besten CO2 eingespart und nicht die Politik. Und das ist eben ein ordnungspolitischer Ansatz, der den Markt und den Erfindergeist mobilisiert, der synthetische Kraftstoffe in den Markt oder vielmehr in die Flugzeugtanks und in die Autotanks bringt, statt nur zu sagen, wir machen Flugpreis teurer und fördern Elektroautos. Das heißt, Sie finden auch die Diskussion überflüssig, die zum Beispiel der CDU-Mann Michael Hendrich angestoßen hat, dass man vermehrt im Gesundheitsbereich, explizit bei den Apotheken, die Großhandelsbelieferung reduzieren soll. Das wäre ein Tropfen auf dem heißen Stein, sage ich jetzt mal, oder? Dazu kann ich nicht sagen, aber weil die Debatte kenne ich nicht. Okay, aber Sie wollen sich angucken, welche Sektoren in Deutschland sind definitiv haben Einfluss aufs Klima und die wollen Sie zuerst angehen? Alle. Also beispielsweise, wenn Sie ein Stück Fleisch essen, dann müssen Sie das CO2 mitbezahlen, das
bei der Produktion anfällt. Mhm. Das ist ein CO2-Markt. Aber das ist ja nichts anderes als eine CO2-Steuer. Nee. Wenn ich tanken gehe, dann fürs Benzin mehr zahle. Hochinteressant, aber der Unterschied ist folgender. Bei der CO2-Steuer, die haben wir ja schon. Denken Sie beim Benzin. Aber die wollen die halt ins Bodenlose erhöhen. So ist es. Dahinter steckt die Idee, wenn wir etwas teurer machen, werden die Leute es vermeiden oder aufgeben. Ja. Das haben wir schon mehrfach probiert. Das Problem ist, da muss es Alternativen geben, wenn man es aufgibt. Es muss Alternativen geben, weil die Leute werden im Zweifel nur abkassiert. Das haben wir beim Auto ja gehabt. Wir haben Mineralölsteuer, Kfz-Steuer, die orientieren sich an ökologischen Faktoren, haben das teurer gemacht. Trotzdem fahren die Leute Auto wie bisher. Und das soll jetzt erweitert werden. Ist noch nicht teuer genug. Das ist der Charakter CO2-Steuer. In der Tat, dafür sind zum Beispiel die Grünen. Staatlich festgelegter CO2-Preis. Wir gehen es genau andersrum an. Wir sagen, wir machen CO2 zu einem knappen Gut. Hm. Und wer einen Anteil davon haben will, für das Stück Fleisch, für das Auto mit Benzin, der muss dafür bezahlen. Aber es gibt eine Grenze. Wenn das CO2 verbraucht ist, also das Deputat für ein Jahr erschöpft ist, dann kannst du auch als Milliardär deinen Privatjet nicht zu welchem Preis auch immer betanken, weil es ist einfach begrenzt. Also kontingentiert quasi. Irgendwann gibt es keine Inlandsflüge mehr im CO2-Deckel. Ein CO2-Deckel, genau. Und unterhalb des Deckels entsteht dann ein Marktwettbewerb um Vermeidungsstrategien. Ähnlich wie bei den Apothekenpreisen eigentlich, ne? Dass man nur so einen kleinen obere Preisspanne hat, die verhandelbar ist und bis dahin ist es gedeckelt. Ja. Also jedenfalls in der Gesundheitsversorgung. Aber Sie wollen ja in den nächsten Wochen und Monaten letztendlich auch mit ganz konkreten klimapolitischen Punkten in die Öffentlichkeit. Wir haben das schon relativ klar gemacht. Wir sehen es eben anders als die anderen. Wir wollen nicht Verbot und um der Wahrheit die Ehre zu geben. Klimaschutz ist ein enorm wichtiges Thema, eine Menschheitsaufgabe. Aber ich wage zu sagen, es gibt auch noch andere wichtige politische Debatten. Die Gesundheitsversorgung. Selbst die Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen umfassen nicht nur Klima, sondern auch Gesundheit, Frauenrechte, Bildung, Bekämpfung von Armut. Und deshalb sollten wir auch unsere Debatte in Deutschland ein Stück öffnen. Und um ein letztes klares Bekenntnis zu sagen, es gibt viele soziale Ziele in unserem Land, viele ökologische Absichten, aber irgendjemand muss das auch bezahlen. Ja. Und deshalb ist die Debatte, die ich in den nächsten Monaten gerne anstoßen wollte, die über die Zukunft unserer wirtschaftlichen Basis in unserem Land, weil man kann viel über Umverteilung sprechen, haben wir auch tolle Ideen, aber zunächst mal muss ja überhaupt eine Substanz da sein, wirtschaftlich, die man umverteilen kann. Ja, Herr Lindner. Das war ein sehr interessantes und langes Gespräch. Hat Spaß gemacht. Es gab sehr viele auch überraschende Einwände von Ihnen, auch zu den gerade Parteitagsbeschlüssen, die wir schwarz auf weiß haben, aber die Sie wieder relativiert haben. Das ist durchaus interessant und ist auch wichtig, dass wir das transportiert haben. Bedanke mich sehr, dass Sie hier waren. Ja, wichtige Klarstellung und wir haben viel gelernt, auf jeden Fall. Ich auch. Mhm. Ja. Tausend Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um über dieses Thema mit uns zu sprechen. Ist ja für Sie wahrscheinlich ein kleines Thema. Nein, es ist ein großes Thema, aber ich bin ja als Parteivorsitzender klar nicht der Medizin. Und wir sind ja auch im Austausch mit Ihren Parteikollegen über solche Punkte. Genau. Aber nicht jeder Parteivorsitzender würde sich wahrscheinlich die Zeit nehmen, um über Apotheker zu sprechen. Deswegen danke. Bitte. Vielen Dank. Alles Gute.